Okay, ich denke, es wird Zeit zu gehen und uns dem ersten Kampf zu stellen, der in den Schatten wiederum lauert. Ich kann ja nicht ewig hier bleiben. Übrigens ist mir aufgefallen, dass dieser Herr hier, also keine Ahnung, wer es ist, aber mir ist das Gesicht aufgefallen. Ich nehme an, es ist ein Entwickler von irgendjemand oder jemand, der halt sehr viel Geld gespendet hat. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit für dieses Spiel. Oh, wir gehen wieder raus. Unwirklich. Aber macht sich sonst noch jemand Sorgen, dass sie es irgendwie geschafft haben, uns zu überholen? Fragt Valgard. Was früher einmal ein Hügel war, hat sich nun in einen dünnen Landstreifen verwandelt. Langgezogen wie ein Spinnenfaden. Deformierte huschen darüber hin und her, aber Bollwerk ist nirgends zu sehen. Das stimmt, wir haben jetzt relativ lang gerastet. Nicht auszudenken, wo er jetzt sein könnte. Sie müssen sich nicht ausruhen, wird Volker schaudern klar. Bollwerk kann uns nicht direkt angreifen, nicht solange die Valkar leben. Er wird die Herde den ganzen Weg nach Richhorn ausdünnen. Verdammt, sagt Olli verächtlich. Es ist genau das, was wir tun würden, nicht wahr? Ich hasse es. Du überlegst, wie ihr am besten vorgehen solltet. Sie so schnell wie möglich über die Landbrücke vorkämpfen, Volker um taktischen Rat fragen, einen Schildwand aufstellen, die sich langsam aber stetig vorwärts schiebt oder eine andere Route nehmen. Ich frage mal halt erstmal Volker um taktischen Rat, weil sie müsste ja wissen, wie die Raben vorgehen würden. Wenn wir es wären, würden wir sie rüberlocken und Bogenschützen platzieren, um sie von den Flügeln aus zu attackieren, während Speere sich von hinten nähern, um den Rückzug zu verhindern, sagt Volker. Irgendetwas sagt mir, dass die Deformierten nicht dazu imstande sind, koordiniert vorzugehen, so wie die Raben. Aber was würde Bollwerk bei einem Haufen betrunkener Idioten machen, murmelt Volker und grübelt eine Weile. Er würde es wie eine Falle aussehen lassen, damit wir etwas Kompliziertes versuchen. Mein Bauchgefühl sagt mir, wir sollten einfach drauf losstürmen. Olli hat bereits eine Axt gezogen. Du überlegst, wie ihr am besten vorgehen solltet. Dann versuchen wir so schnell wirklich über die Landbrücke vorzukämpfen. Nach Volkers Rat. Niemand hält an, bis wir es rüber geschafft haben, brüllst du. Die Raben kommen schnell voran. Die Deformierten reagieren nur langsam. Schleuderer, ruft Volker und bemerkt deformierte Wüter, die sich gleich hinter dem Gebirgskamm verstecken. Greift sie an! Okay, unser erster Kampf. Lass mal gucken, ob die Reihenfolge irgendwie so hinhaut. Eiver ganz am Anfang ist vielleicht nicht so clever. Ich würde fast vorschlagen, dass unsere einzige Fernkämpferin vielleicht mal eher nach vorne geht. Dann können meinetwegen Ivar, kann meinetwegen Ivar rein. Juno ist am Anfang vielleicht auch nicht so verkehrt, um jemanden gleich mal auszuerwählen, der die eigenen Reihen kaputt haut. Und ja, ihr macht das noch weiter. Genau, warum nicht? Schluck Wasser zur Ermutigung. Ich habe nicht mal Durst, aber solchen Momenten der Nervosität. Oh Gott. So. Das hätte schlimmer kommen können. Das ist korrekt. So, wir haben jetzt hier einen deformierten Bär. Dann vier von den Kleinen, die aber trotzdem nervig werden können. Könnte ich mir gut vorstellen. Und hier haben wir einige Wüter. Vier Stück an der Zahl. Oder wer bist du? Du bist einer dieser Zauberer. Okay, du bist zuallererst dran. Ich würde vorschlagen, dass du dich eher hierhin begibst. Du wirst schon angreifen können, schätze ich mal. Danach ist Ivar dran. Ivar könnte 15, 12. Wir könnten erstmal die Kleinen so ein bisschen kaputt hauen. Warum eigentlich nicht? Ivar geht also erstmal dorthin. Volker wird hier bleiben, wird hier mal irgendjemanden beeinflussen dementsprechend. Danach kommt Buck dran. Buck kann hier so ein bisschen rumpieken. Und du bist sicherlich auch ganz gut dabei und kannst einfach hier vorgehen und jemanden hauen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das ist so, oder vielleicht gehst du mal... bleib ruhig mal da. Bereit. Wir beginnen den Zug. Ich freue mich. Wer ist als erstes überhaupt dran? Du bist als erstes dran und ich sehe, dass du bis dorthin gehen kannst, bis dorthin aber mit Willenskraft. Gut zu wissen. Das soll ich mir vielleicht mal öfter anschauen. Das ist mir also egal. Wer ist denn hier? Du als nächstes? Das ist mir egal. Dann du als erstmal den Großen hier offensichtlich. Als allererstes von den Kleinen ist der deformierte Bär dran. Okay. Beeinflusst uns das irgendwie? Eigentlich nicht. So, kann ich eigentlich gerade irgendjemand nicht? Ich könnte dich angreifen. Genau, geh doch schon mal dorthin. Ich würde gerne mal gucken, wie weit eigentlich deine Fähigkeit Schmetterstein reicht. Drei Rüstungspunkte und drei Stärkepunkte Schaden. Und wie viel kostet das jetzt? Ich weiß gar nicht. Ja, erstmal ein. Und ein absorbierter, also einen Rüstungspunkt kriegst du ab. Okay, ich verstehe.
So, hast du zufälligerweise Wirbelwind? Oh, das ist ja ganz günstig, du hast Wirbelwind. Dann würde ich mal vorschlagen, dass du exakt das machst. Oh, warte mal. Wir können es natürlich auch da hinstellen und ich mal. Das ist vielleicht nicht verkehrt, obwohl du möglicherweise. Ja, du bist noch nicht dran, das ist okay. Fähigkeiten. Einmal Wirbelwind, zwei triffst du auf jeden Fall. Deswegen viel Spaß. Da floch einer. Und du musst dich mal sagen, du musst eigentlich noch ein bisschen attackiert werden. In Ordnung. So. Wer von euch hat eine hohe Stärke? 12, 12, 19. Na, das ist aber nett. Okay, das ist. Eine kurze Frage. Wie weit kannst du nochmal gehen? Du kannst bis dorthin gehen im Maximalfall. Das heißt, wenn wir uns hier hinstellen würden, hätten wir 1, 2, 3, 4, 5 und 1. Okay, ganz kurz mal. Verwirren ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 1. Das heißt. Warte mal. Wenn ich das richtig abgeschätzt habe, und ich hoffe, das tue ich, müssten wir uns da hinstellen. Können damit gerade so dich verwirren. Oh, wir können auch bald entspannt noch andere verwirren. Du haust hoffentlich ihn hier. Oh, er ist auch nett. 3 Punkte? Du hast eine Stärke von 1 Milliarde und machst 3 Punkte Schaden? Okay. Schweinespieß. 20% auf kritische benachbarte Verbünde erhöhen den Prozentwert. Das wäre nett. Oder aufspießen, durch das Ziel zurück und wirkt Bewegung bluten. Du hast 15, du hast 3. Ich könnte dich einfach auch so töten, wenn wir gerade so auf. Oder? Warte mal, wie weit ist denn aufspießen? Oder weil ich. Wir haben keine wirklichen. Wenn ich mich hier hinstelle, das Problem ist, bei Schweinespieß, den kritischen Treffer brauche ich nicht, weil der einzige, auf den ich es anwenden könnte, wäre sinnvollerweise eher, weil dann einmal in der Nähe ist und meine Prozentzahl für kritische Treffer erhöht wird. Ist aber egal, weil ich ihn mit einem einzigen Treffer auch schon so töten würde, also das ist egal. Bei ihm wäre es nett, aber da ist der kritische Treffer wieder passé. Bluten könnte ich bei dir bewirken oder auch bei dir. Warte mal, wie ist denn aufspießen, wie ist denn die Reichweite hier aufspießen ist so, okay. Das heißt, ich gehe mal hier hin, verliere damit keinen Willenskraftpunkt, die brauchen wir später noch. Spieße dich auf mit einem Zusatzpunkt. Peak. Sogar kritisch. Hat nur gar nichts gebracht, ganz toll. Du wirst vom Bären attackiert, was ziemlich eklig ist. Der Bär muss relativ schnell sterben. So, du kannst hier leider nicht so richtig viel reißen. Obwohl, du kannst hier hingehen und hier so ein bisschen draufhauen. Ich würde vorschlagen, dass du exakt das tust. Und zwar mit einem trennenden Schlag. Ja, was den anderen so ein bisschen umhaut. Wunderbar, du kommst an Ivar ran, aber auch an ihn. Okay, an ihn. An ihm. Nee, doch, an ihn. Doch, stimmt schon. Was kannst du noch machen? Vorschub oder trennender Schlag? Was bringt nochmal trennender Schlag? Ich hab's gerade angewendet, aber hab's nicht. Das Ziel benachbarte Gegner erhöht, erleiden erhöhten Stark- und Rüstungsschaden. Wunderbar, ich möchte den Bären auch noch so ein bisschen attackieren. Weswegen. Der Bär? Ich wollte gerade sagen. So, Ivar kriegt leider ein bisschen was auf dem Deckel. Aber du hast ein bisschen Rüstungsregeneration, von da ist es nicht verkehrt. So. Na, das macht man lieber nicht. Sonnenstich, starke Schaden und keine Anstrengung. Okay. Ich überlege gerade, wenn ich mich hierhin begeben würde, könnte ich hier so ein bisschen Schaden verursachen. Du kommst da kaum ran. Das ist okay für mich. Ich glaube, ich gehe mal lieber. Doch, ich bleib mal hier. Wenn ich jetzt hier den Schmetterstein reinwirken. Oder. Warte mal, du bist Bug. Das ist schlecht. Wenn ich jetzt hier reinwirken würde. Würdet ihr beide betroffen sein und auch ein bisschen durch die Kante laufen, nicht wahr? Das war doch ganz nett. Einer ist sogar gestorben. Du kommst günstigerweise noch nicht dran. Ich könnte jetzt mich erneut hier einmal schön im Kreis drehen. Und ich glaube, das mache ich direkt mal. Einmal packt mal richtig aus hier. Fähigkeiten, schön Wirbelwind. Zack. Oh, und ballert die sogar noch weg. Oh, nochmal schön hier rein. Was? Uiuiui. Was sogar ganz günstig ist, weil du kannst dann in der nächsten Runde vielleicht nur noch gerade so Ivar angreifen. So, du hast immer noch sehr viel Möglichkeiten.
andere, deine eigenen Leute zu schädigen. Das ist ganz günstig. Wenn ich aber noch zwei Felder weiter nach vorne gehe, begeben wir uns natürlich ein bisschen Gefahr. Ich gehe sogar noch drei Felder weiter nach vorne. Aber ich hoffe, dass sich das lohnt. Oh ja. Jetzt kommst du aber rein und tötest mich, oder? Oh, 9 Punkte Schaden ist übel. Ich bin aber nur 2. Absorbieren. Achso, absorbieren heißt, du kriegst es, oder was? Keine Ahnung. Nee, Quatsch. Du hast nur noch 1 Punkt Schaden. 1 Punkt Stärke übrig. Das ist wirklich nicht gut. Das kann man mal so sagen, wie es ist. Das heißt, irgendjemand... Ich werde es so machen. Ich werde... Warte mal, wenn ich hierhin gehen würde, dahin gehen würde und dorthin gehen würde, gehe ich einmal hier drüber rum. Das ist... Oh, warte mal. Du musst dich noch relativ viel bewegen und du musst dich... Nee, okay. Wir machen es wirklich jetzt mal so, wie ich es geplant habe. Ich gehe mal dorthin. Einmal hier drüber rum. Dann werde ich dich aufspießen. Ich bin eh gleich tot. Dadurch, dass du dich bewegen wirst, wirst du noch ordentlich bluten, weil bei jedem Treffer blutest du ja. Okay, zurückgezogen. Einmal Willenskraft ist in Ordnung. Ja, komm, ich hau auf den Bären ein. Warum eigentlich nicht? Brauche ich damit mehr Stärke? Kommst du ran? Kommst du nicht. Ganz wunderbar. Dann... Ah, du hast noch 5 Punkte übrig. Das ist doch ganz angenehm. Das ist Bug. Gut, dann gehe ich schon mal hier hin. Wie weit kannst du denn eigentlich gehen? Du kannst nur bis dorthin gehen. Das ist ganz günstig. Da kann ich mich hierhin begeben, bin hier relativ safe, außer von dem da. Auch hier, das war Willenskraft, Entschuldigung. Werde hier nochmal den trennenden Schlag einsetzen. Ach Mist, hat gerade so nicht funktioniert. Jetzt machst du natürlich irgendeinen Mist. Wird abgelenkt, sehr, sehr gut. Okay. Ich könnte dich jetzt einfach mal so töten, das wäre auch eine feine Sache. Warte mal, wie weit kommst du? Na, du kommst nicht weit genug. Du kommst auch nicht weit genug. Das heißt, du bist hier relativ in Sicherheit gerade, denn... Oh, du gehörst gar nicht zu mir, fällt mir gerade so auf. Ja, ist egal. Komm. Wir töten dich jetzt 80%. Würde wohl hinhauen, denke ich. Klappt gerade so nicht. Geil. Günstigerweise blutest du aber. Ich überlege gerade... Ach, du bist wieder gerade entzogen worden. Ganz fantastisch. Also, zunächst einmal, bevor ich es... vergesse. Oh, warte mal. Ich könnte mich praktisch, ich könnte Bug praktisch gerade opfern, witzigerweise. Ich könnte dich damit wahrscheinlich töten. Wenn ich hier so einen Blitz reinjage, oder hier so einen Blitz reinjage, gebe ich dir so ein paar Punkte, gebe ich dir 1 Punkt Schaden. Du kriegst 2 Punkte Schaden, stirbst dadurch. Du kriegst 3 Punkte Schaden. Aber das ist es mir eher nicht wert. Dann gebe ich dir lieber dir das Ganze. Du kriegst immerhin du noch einen Punkt Schaden. Oder 2 Punkte. Und weißt du was? Dann komme ich mal zu dir zurück und zeig mal, wie schön es ist, sich im Kreis zu drehen. Hui! Ja, auch du kriegst wieder einen Schmuckschaden. Wunderbar. Kommst wieder ran. Oh ja, das ist okay. Das ist wirklich okay. So, Volker. Du machst dich da jetzt schon ganz gut. Geh doch aber trotzdem mal ein Stück zurück, dass die anderen beiden dich nur angreifen können. Du hast keinen einzigen Punkt mehr übrig. Das ist eher schlecht. Ich hätte gehofft, dass du noch ein bisschen Willenskraft übrig hast. Das ist aber eher nicht der Fall. Nun. Dann gebe ich dir trotzdem diesen Angriff, auf das du nochmal attackiert werden wirst. Also 2 Punkte Schaden wenigstens bekommst. Nett. Weil mit dir müssen wir noch ein bisschen gucken, wer zu Rande kommen. Und selbst, ja, machst du wohl nichts, weil du nichts hast. Danke. Du kommst näher. Kommst du ran? Nein. So, wer ist das gerade? Bug ist noch dran. Bug kann wieder Leute zum Bluten bringen. Witzige Idee. Oder Bug tötet diesen blöden Bären. Das wäre auch eine Idee. 20% Chance. Bug machst du auf keinen Fall. Das ist eine total beschissene Idee. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen es mal ganz plump. Wir ziehen ja mal 5 Rüstungen ab. Weil du nervst echt. Ja, unangenehm, aber in Ordnung. Warte mal, wer ist denn als nächstes dran? Warte mal, wer bist du überhaupt? Du bist der Große, du wirst wahrscheinlich unsere Frau Walker töten. Oder du rennst gerade so zu Eiweiß, wäre auch eine Möglichkeit. Du bist der hier, du kommst ja wenig ran. Warte mal.
Wenn ich mich jetzt hierhin begebe, wie ich es ein bisschen geplant habe. Wirst du angegriffen. Ich mach's so. Ich töte den Bären. Hallo? Ich mach's so. Ich töte den Bären. Und dich. Das ist schon mal eine gute Idee. Und zwar mit meinem Wirbelwind, den ich auch mal anklicken sollte. Das ist ein Spätträger natürlich nicht, aber mit 9 Punkten Schaden ist auch schon nicht schlecht. Unsere Viker stirbt nicht. Schade, Ivar wird angegriffen. Okay. Oder auch nicht. Gut, Ivar. Du kannst mal direkt hier hingehen und ihn töten. Das, ja komm, mach das mal. Vorab allerdings kriegst du nur mal so... Vorab allerdings kriegst... Ah, das reicht nicht für den Blitz her. Ja, dann machen wir es nicht. Dann will ich es mir auch aufheben. Obwohl, warte mal, das ist immer ein Punkt Schaden. Ach, ist egal, komm. Zack. Erstmal den Typen hier töten. Wunderbar. Du kriegst auch so einen Punkt Schaden noch. Ivar wird ganz schön attackiert. Günstigerweise wird er nicht verwundet mehr. Hat er keine Verletzung mehr nach der Verwundung. Okay. Ich überlege gerade. Du bist als nächstes dran. Und du bist aber auch bald dran. Ganz ehrlich, will ich dich schon töten? Wie ist nochmal die Reichweite von Schmetterstern? Wenn ich das nämlich hier reinpfropfe, wäre das, glaube ich, eine ganz famose Idee. Das mache ich aber mal. Ich stelle mich mal. Warte mal, ganz kurz nochmal. Schmetterstein. Ich könnte mich auch einfach dorthin stellen. Oder dorthin. Reicht das? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nochmal. Hä? Wenn ich mich hier hinstellen würde. 1, 2, 3, 4, 5 und ich brauche 6 Felder und 1 nach in die Richtung, okay. Und ich müsste. Ja, 1 in die Richtung, okay. Also 1 in dahin noch gehen sozusagen. Und du hast wie viel Reichweite? 1, 2, 3, 4, 5. Nee, das wird, glaube ich, ein bisschen knapp. Deswegen stelle ich einfach direkt neben dich, komm, was soll passieren? Hau ich mal einen schönen Schmetterstein rein. Maximal. Das war... Oh, du wirst auch noch getroffen, Ivar. Das ist nicht so gut. Hatte ich eigentlich anders geplant. Aber Ivar hat jetzt die fantastische Gelegenheit, mal ordentlich hier sich zu drehen. Ja, wir gehen ruhig bei dir. 3 Leute brauche ich. 3 Leute treffe ich. Einer ist gestorben. Das war ordentlich Schaden gerade. Richtig gut. Und nochmal ansehen. Fantastisch. Ja, ja, okay, Rüstungsschaden. So, unsere gute Valka kann gerade nicht so irre viel machen. Du kannst aber mal dorthin gehen. Und kannst mal, da kannst du mal gucken, ob du hier jemanden treffen kannst. Dann triffst du mal ihn, das ist doch schon mal ganz nett. Ein Punkt Schaden. Und ja, mehr kannst du nicht machen. Bleib so. Okay, erneut wird die Rüstung angegriffen. Du hast immer noch 9 Rüstungen. Das ist echt ziemlich geil. Und du hast noch 15 Rüstungen. Das ist auch nicht zu verachten. Ich würde sagen, da nehme ich dir kurz mal 5 davon weg. Und erneut wird Ivar attackiert. Mit einem Rüstungspunkt. Das ist geradezu lächerlich am Schadensoutput. Okay. Ich gehe mal eben hier hin. Ich glaube, du gehst gegen den Uhrzeigersinn, weswegen du hier ansetzt mit deinem Wirbelwind. Oh. Ärgerlich. Entschuldigung, Bug. Warte mal. Also doch mit dem Uhrzeigersinn. Das muss ich mir echt mal merken, dass ich mit dem Uhrzeigersinn Leute töte. Okay. Zunächst einmal, bevor ich es vergesse. Nein, nein. Ach, komme ich gar nicht ran. Na gut, dann nicht. Dann töte ich nur dich. Kriegt zwar jetzt hier oben keinen Punkt, aber immerhin. Jetzt müssen wir auch schon im Pillage-Modus sein, wollte gerade sagen. Wieder auf Ivar, immer nur auf die Rüstung. Das bringt dir überhaupt nichts, mein Freund. So, ich stelle mich auch mal hier hin. Und alle hier schön durch können. Oh, was habe ich noch? Ich habe noch 4 Willenskraftpunkte übrig. Das heißt, ich ziehe dir mal eben 6 Rüstungen ab. Zack. Dann hat Ivar ein bisschen freies Schussfeld. Wunderbar. Und
tötet ihn mit Genuss. Die Truppe gefällt mir so. Da kann man einiges mitmachen. Wenn ich nicht gerade meine Leute dummerweise selber umbringe. Entschuldigung, Buck, das war wirklich... Aber wir wissen beide, Buck, wir wissen alle, dass wir, dass du mehr aus Glück überlebt hast, aber keine große Bedrohung mehr bist oder warst. Deswegen hatte ich niemand angegriffen und du hast nur einen Lebenspunkt seit der zweiten oder dritten Runde gefühlt. Von daher, dieses Mal scheinen die Deformierten noch besser organisiert zu sein als bei eurer letzten Begegnung. Das hätte schlimmer ausgehen können, sagt Spar und späht über den Rand der Brücke. In Richtung der verdrehten Felsen weiter unten. Volker antwortet, ja, wir könnten alle tot sein. Komm schon, dies ist nicht der richtige Ort, um Bollwerk noch einen Versuch zu gönnen. Und wir gehen ein Stück weiter. Sehr schön, die Moral ist gefallen. Ist jetzt nur noch hervorragend, weil wir gerade einen herausragenden Sieg ergattert haben. Aus irgendeinem Grund tut mein Knie weh. Vielen Dank, Knie. Knie sind komische Menschen. Nicht vielleicht daran, dass ich den ganzen verdammten Tag übersitze. Aber gut. Kleine blasse Kugeln in tiefen Felsspalten geben in der Dunkelheit ein verlockendes Funkeln von sich. Eine kurze Inspektion offenbart, dass es sich um Eier handelt. Schleicher, flüstert Ditch und zieht eine der Kreaturen aus ihrer Schale, durchbohrt von seinem Dolch. Die Steinewerferin, die sich am Götterstein zu euch gesellt hat, scheint das drohende Ding in heller Aufregung versetzt zu haben. Sie läuft zwischen einigen Haufen hin und her, macht Schaufelbewegungen und nickt. Bist du verrückt? Volker runzelt die Stirn. Das sind eine Menge Eier, beklagt Olli und blinzelt in die Ferne. Davon kriege ich eine verdammte Gänsehaut. Er beendet den Satz nicht. Du stellst dir vor, dass unzählige weitere Eier in alle Richtungen verstreut liegen, gerade außer Sichtweite. Die Schleichereier nicht anrühren und weiter eilen. Die Steinewerferin gewähren lassen. So viel wie möglich zerschmettern, bevor du weiterziehst, die Eier gründlich untersuchen. Ich lasse erstmal die Steinewerferin gewähren. Sie findet eine Ansammlung handtellergroßer Eier und fängt an, diese in ihrer Schlinge zu sammeln. Sie nickt, als wolle sie sagen, das ist schon in Ordnung. Du bist nicht sicher, ob es tröstlich oder erschreckend ist, dass sie keine Angst hat, aber niemand greift ein. Bald verlasst ihr das Nest. Ich habe Ansehen plus 5. Moral ist gefallen, ist jetzt nur noch gut. Unsere Steinewerferin heißt also ernsthaft Okay. Die Karawane macht Halt, um ihre Füße auszuruhen, um etwas zu essen. Das einzig Gute an diesem verdammten Leuchtturm, mit der wir... wer sagt das eigentlich gerade? Akrumre. Das einzig Gute an diesem verdammten Leuchtturm, mit dem wir hier herumlaufen, ist, dass es keinen Grund gibt, unser Lagerfeuer zu verstecken, sagt Krumre, während er an einem Stück verbrannten Fleisch knabbert. Kurz danach kommt man auf Krumres Glanztaten im Krieg zu sprechen und bald wird aus ihrer Unterhaltung eine lautstarke Debatte darüber, wer im Kampf wen besiegen würde. Okay, was ist mit Ditch und Buck, grinst Oli. In einem fairen Kampf, fragt Krumre. Buck und seine Freundin, keine Frage. Ditch schmollt und verschränkt seine Arme, während alle anderen lachen. Aber ich würde mein Gold eher auf Volker setzen als auf euch, spindeldürre Milchmädchen, lächelt er. Jetzt im Kampf gegen einen Var, keiner von euch hätte eine Chance. Die Raben lachen. Wer könnte hoffen, gegen den unsterblichen Krummer bestehen zu können? Scherzt Spar, der auch einmal eine seltsame, tiefe Stimme hat. Noch niemand, aber ich hoffe eines Tages einem Sundere gegenüberzutreten, sagt Krummerer. Spar grinst. Wie wäre es mit einem Sundere schlechter? Es folgt eine lange Stille. Was meinst du mit Sundere schlechter? Fragt Krummerer und bringt sich in Verlegenheit. Glaubst du, du könntest mich besiegen? Nichts sagen. Der einzige von euch, der mich interessiert, ist Bollwerk. Ich finde diese Debatte sinnlos. Ich sag's mit Bollwerk, ja. Es herrscht erneut Stille, abgesehen von dem knisternden Lagerfeuer. Du hast ein Talent dafür, die Stimmung zu töten, sagt Volker. Wisst ihr, was ich denke? Wir sollten schleunigst weiterziehen. Die anderen murren und rollen mit den Augen, aber bald befindet ihr euch wieder auf dem Weg. Mit ganz einheimelnden Geräuschen übrigens im Hintergrund, wenn ich das mal sagen darf. Die Moral ist erneut gefallen, ist trotzdem noch gut. Wir haben noch 21 Vorräte, also ein Tag für Rastvorräte für 21 Tage. Und ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen in dem Dialog oder was auch immer diese Begegnung jetzt ist, die ich noch nicht durchgelesen habe, mache ich kurz mal einen kleinen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder.